Hi, hier ist Elvis von Anibinge. Heute schauen wir uns den Anime Trinity 7 an. Den gibt's auf Crunchyroll, Prime Video und Aniverse. Spoiler voraus und viel Spaß! Der Anime beginnt damit, dass unser Hauptprotagonist Arata Kasuga seine Hand ausstreckt, um die Hand seiner Lieblingscousine zu halten, während sie immer weiter in eine scheinbar endlose Grube fallen. Ihr Name ist Hichiri Kasuga. Das war eigentlich Aratas Traum. Als Arata Kasuga aufwacht, muss er feststellen, dass er den Luftballon seiner irritierten Cousine betatscht. Trotz seiner Bemühungen, die Situation zu beruhigen, beschließt Hichiri, ihn später zu bestrafen. Als sich alles wieder beruhigt hatte, ärgerte Arata Kasuga seine kleine Cousine über das Bild, das sie vor einigen Jahren von ihnen gemalt hatte, und Hichiri war sehr wütend auf ihren Bruder. Aber er entkam erfolgreich ihren Schlägen. Auf dem Weg zur Schule bemerkte Arata, dass die Sonne schwarz war, und plötzlich ging eine Frau neben ihm vorbei und sprach zu ihm durch ihren Geist. Sie sagte ihm, dass sie ihn töten würde, wenn er nicht zur Vernunft käme. Arata hörte ihre Stimme und war schockiert, aber bevor er sich umdrehen konnte, war sie schon verschwunden. Später, mitten in der Klasse, denkt Arata über die Warnung des mysteriösen Mädchens nach. Arata entspannte sich auf dem Dach seiner Schule, aber er fühlte sich beunruhigt. Und als Hirachi zu ihm kam, fragte er sie, ob sie seine Schwester sei. Denn auf dem Bild war die Farbe der Sonne rot, warum wurde die Sonne dann schwarz? Aber als sie sah, dass er bemerkt hatte, dass sie eine Fälschung war, fing sie an zu lachen. Plötzlich schoss eine Frau mit einer Waffe auf sie. Ihr Name ist Lilith. Sie ist eine große Magierin und war diejenige, die heute Morgen neben Arata vorbeigegangen ist. Seine falsche Cousine erklärte dann alles, was passiert war. Vor 3 Tagen hatte es ein Bruchphänomen gegeben, das alle Menschen auf der Welt verschwinden ließ. Doch bevor Hichiri verschwand, gab sie ihm ein magisches Buch, das ihn beschützen und alle seine Wünsche erfüllen würde. Und sie gab ihm noch einen Abschiedskuss, bevor sie endgültig verschwand. Als sie versuchten, sich an den Händen zu halten, wurde die ganze Welt dunkel und er fragte das Zauberbuch nach seinem Wunsch. Er sagte, dass er möchte, dass alles so ist, als ob nichts geschehen wäre. Und sein Wunsch ging in Erfüllung. Dann sagte ihm das Zauberbuch, dass sie seinen Wunsch erfüllt und sich wie seine Schwester verhalten habe, damit er glücklich ist. Während Arata niederkniete und deprimiert aussah, wollte Lilith ihn erschießen, damit die neue Welt verschwinden und alles wieder normal werden würde. Aber Arata sagte ihr, dass er sich nicht für ihre Option entscheiden würde. Stattdessen würde er sich für die 3. Möglichkeit entscheiden. Er wollte ein großer Magier werden. Später nahm Lilith Arata mit in ihre Schule. In der Klasse fragte Selina ihn, ob er eine neue Welt erschaffen habe, was nur ein Dämonenmagier tun könne. Er bejahte die Frage, was die ganze Klasse zum Schreien brachte. Daraufhin verbreitete Selina in der ganzen Schule die Nachricht, dass er der Kandidat für den Dämonenfürsten sei. Das veranlasste den Direktor, ihn in sein Büro zu rufen, und er sagte ihm, dass er über die Trinity 7 herrschen sollte. In der Schule gibt es einige geheime Magier und die sind alle weiblich. Er erfüllte einige Aufgaben für die Welt und Lilith war unter diesen Magiern. Nachdem er das Büro des Schulleiters verlassen hatte, sagte Lilith ihm, er solle den Schulleiter nicht ernst nehmen. Und auf ihrem Weg bemerkte er die Person auf dem Dach. Und dann kam eine der Magierinnen herunter. Sie war ein Ninja und ihr Name ist Levi. Dann fragte Arata die beiden Damen, wo die restlichen 5 Magier seien. Levi machte ihn darauf aufmerksam, dass er durch das Fenster hinausschauen sollte, und er sah 2 der Magier mit den Namen Kyo-san und Mira-san. Diese beiden sind verantwortlich und gehören zum Sicherheitsteam. Odi-san fragte dann Levi, warum die Magier alle weiblich seien, und sie erklärte ihm, dass Magie mit Gefühlen zu tun hat. Deshalb sind Frauen für diese Position besser geeignet. Später ging Arata auf die Toilette, um zu duschen, und dort traf er eine Frau. Als er merkte, dass es ihr nicht peinlich war, schrie sie auf und rannte aus dem Bad. Auf dem Weg dorthin traf er Lilith und es war ihr peinlich, ihn nur mit einem Handtuch zu sehen. Arata sagte ihr, dass Hichiri nackt im Bad war, aber sie sagte ihm, dass es Aaron's Son war, einer der großen Magier. Aaron's Son starrte Arata immer wieder an, während der Unterricht stattfand. In der Cafeteria starrte sie ihn immer wieder an, auch als er auf die Toilette gehen wollte. Sie folgte ihm ständig und er fragte sie, warum sie ihm folgte. Sie antwortete ihm, dass sie ihm immer folgen würde, weil sie dazu bestimmt sei, die Frau des Dämonenlord-Anwärters zu werden. Nachts kamen Levi und Selina in sein Zimmer, während Lilith ihnen folgte, weil sie nicht wollte, dass die Mädchen allein in einem Jungenzimmer sind. Sie wollten Arata befragen, also setzte er sich richtig auf den Stuhl und sagte ihnen, dass sie ihm Magie beibringen sollten. Und Lilith stimmte zu. Selina und Levi beginnen daraufhin zu tuscheln, dass Lilith zustimmen würde, wenn es um das Unterrichten ginge. Also stellen sie sich eine intime Beziehung zwischen Arata und Lilith vor. Doch Lilith schreit daraufhin vor Angst.
Ein paar Minuten später fragt der Rater Lilith, wozu das Zauberbuch in seinen Händen gut sei. Und sie erklärt ihm, dass das Zauberbuch sehr kenntnisreich sei und ihm bei der Lösung vieler Probleme helfen könne. Sie erklärte weiter, dass jeder Magier ein Forschungsthema namens Fema hat, das er als Kraftquelle nutzen kann. Doch plötzlich wurde es überall dunkel und sie wurden in Zimmer eingeschlossen. Arata fand es nicht schlimm, dass sie in dem Raum eingesperrt waren, aber Lilith wurde bedrängt und wollte urinieren. Und bevor sie sich losreißen konnte, wollten auch die beiden anderen Damen urinieren. Arata rief nach seinem Zauberbuch, aber sie sagte ihm, dass sie schlief und er einen Weg nach draußen suchen sollte. Die drei überlisteten das Zauberbuch. Sie redeten so, als hätten sie die Lösung gefunden und bräuchten ihre Hilfe nicht. Dann rutschte es ihr versehentlich heraus und sie rief, ihr habt die Lösung unter dem Bett gesehen. Also untersuchen sie das Bett, zerstören die Barriere und waren endlich frei. Und die drei Damen rannten hinaus, um Pipi zu machen. Er traf Aaron, der nach draußen geschickt wurde, und er bestätigte, dass sie diejenige war, die die Barriere errichtet hatte. Aber anstatt sich zu ärgern, dankte er ihr, weil er die Unterwäsche der Damen sehen konnte. Und Aarons Son sagte ihm, dass sie ihren hochziehen würde. Aber er schrie verlegen, dass sie komisch sei. In Aratas Zimmer erzählte Aarons Son ihm, warum sie vorhin die Tür abgeschlossen hatte, und sie legte seine Hand auf ihre. Das löste eine große Welle aus und Arata war tief betroffen. Als Lilith sah, dass er ein weiteres Zusammenbruchsphänomen verursachen könnte, holte sie ihre Waffe hervor, um ihn zu erschießen. Aber Aarons Son sagte ihr, dass sie ihren Mann nicht erschießen kann. Während sie darüber debattieren, brechen Akio und Mira die Wand in den Raum ein. Wäre die Tür nicht einfacher gewesen? Egal. Und Akio benutzt ihr Bein mit Mighty Force, um ihn zu treffen und ihn zu töten. Doch plötzlich begann der Boden zu beben, was die beiden erschreckte. Arata fiel im Schlaf zwischen die Welt und den Himmel. Und er traf eine andere große Magierin mit der außergewöhnlichsten Kraft. Ihr Name ist Yui. Sie unterhielten sich eine Weile und sie schickte ihn zurück in sein Zimmer. Die anderen Mägde waren überrascht, als sie Arata Kasuga wieder in ihrer Mitte sahen. Sie dachten, er sei tot oder besser gesagt, er nutzte seine Kraft und machte alles wieder normal. Aber seine Kraft riss den Mädchen die Kleider vom Leib und sie schrien vor Angst. Später hatten die Magier ein Bad mit Arata und sie erklärten ihm, dass er die Leute entkleiden kann. Die Magie dient nicht nur dazu, ihnen die Kleider auszuziehen, sondern auch dazu, ihre Magie zu kopieren und sie leichter zu benutzen. Er sprach mit seinem Zauberbuch und die Kraft wurde in eine Waffe umgewandelt, mit der er schießen konnte und der Zauber funktionierte. Am nächsten Tag stellten sie fest, dass alle Schüler schliefen. Sie beeilten sich, zum Direktor zu gehen, der ihnen mitteilte, dass Yuis Kraft sie zum Einschlafen gebracht hatte. Dies war durch das Phänomen des Zusammenbruchs verursacht worden, das beinahe eingetreten wäre, also gingen sie zu dem Kerker, in dem Yui eingesperrt war, um sie aufzuwecken. Damit die Schüler wach werden konnten, trafen sie auf dem Weg dorthin auf eine Menge Dämonen, die sie angriffen. Levi nutzte ihre Kräfte, um alle Monster erfolgreich zu töten, aber auf ihrem Weg trafen sie auch auf Akio und Mira, die ebenfalls kamen. Aber um Yui zu töten, hielten sie sie für eine Gefahr für die Welt und das führte dazu, dass die ganze Gruppe anfing zu streiten, während Levi Arata sagte, er solle laufen und Yui retten, während sie sich um Akio kümmerte. Arata und zwei andere Magier sahen Yui, aber sie war im Tiefschlaf und ein Dämon hielt sie gefangen. Sie überlegten, wie sie retten könnten, aber Arata wurde verletzt und konnte seine Kräfte nicht mehr kontrollieren. In diesem Moment griff der Drache Arata an, während Aaron Sun gegen den Dämon kämpfte, um Arata zu retten, aber der wilde Drache ist so mächtig, dass er Aaron Suns Kräfte komplett zerstört. Aber zu seinem Glück kam Levi vorbei und half ihm, seine Kraft zu erhalten. Und sie biss ihm in die Hand und übertrug ihm etwas Kraft. Mit Hilfe seines Zauberbuchs holte er seine Waffe hervor und rannte sehr schnell zu dem Dämon. Er sprach den Zauberspruch und erschoss den Dämon. Der Dämon starb auf der Stelle und sie retteten Yui, die Dorada Kasuga glücklich umarmte, während sie nackt war. Später fingen Yui und Aaron Son an, um Aratas Aufmerksamkeit zu kämpfen. Als sie sich beide eng an ihn schmiegten, sagten wir Aaron Son glücklich, dass sie damit fertig sei, eine Geliebte zu sein, aber Tage später ging eine Frau durch die Schule und nutzte ihre Macht, um alle Fensterscheiben in der Schule zu zerstören. Yui und Arata wurden beschuldigt, weil sie die einzigen sind, die die Kraft haben, ein Zusammenbruchsphänomen zu verursachen. Yui sagte ihnen, dass sie doch nicht die Schuldigen seien. Die Kraft sah nicht wie ihre aus. In der Schulbibliothek suchten sie nach einem Weg, das Problem zu lösen, und Arata sah Selina, die sich die Bücher ansah, aber sie war traurig. Sie wollte ihr gerade sagen, was das Problem war, als sie plötzlich in ein beschädigtes Gebäude der ewigen Bibliothek teleportiert wurden. Selinas Schwester erschien und wollte ihnen ihre Kräfte wegnehmen. Sie sagte ihnen, dass sie jetzt eine Magierin sei und biss ihre Schwester in den Hals, was Selina zu Fall brachte,
weil sie ihr alle Kräfte genommen hatte. Selinas Schwester befahl ihr, ihm seine Kräfte zu rauben. Sie küsste ihn listig, woraufhin er vor Schmerz zusammenbrach, während ihre Kraft stark zunahm und sie fröhlich lachte. Mira versuchte, sie mit ihrer Macht zu fangen, aber es klappte nicht, da sie von ihrem Zauber unberührt schien. Dann setzte Levi ihre Kraft gegen sie ein. Sie verwandelte sich in drei verschiedene Personen und schnitt ihren Kraftflügel immer wieder ab, bis er klein wurde und sie zurück in die Bibliothek entkommen konnten. Arata ist der einzige von ihnen, der die Kraft hat, Selinas Schwester zu töten. Also brachten Mira und Akio ihm bei, wie man ihre Kraft kopiert. Aber während sie ihn unterrichteten, schlugen und warfen sie ihn immer wieder herum. Dann ist Selinas Schwester plötzlich wieder da. Sie zerbrach das Glas in der Klasse und ging zum Direktor, um ihn zu töten. Aber sie vergisst, dass der Schulleiter größere Kräfte hat als die sieben Trinitäten. Sie versuchte ihn zu töten, aber er zerstörte immer wieder ihre Kräfte. Also versuchte sie eine andere Methode. Sie lockte ihn mit ihrem Körper und er lief törichterweise zu ihr. Dann stieß sie ihn aus dem Gebäude, woraufhin er draußen schwer zu Boden fiel. Sie sah die anderen Magier und Arata Kasuga. Sie bemerkte, dass er seine Kraft wiedererlangt hatte und um ihm noch mehr Kraft zu stehlen, küsste sie ihn listig und lachte fröhlich. Plötzlich bemerkte sie, dass sie schwach wurde und ihre Kraft sie verließ, sodass sie zu Boden fiel. Er sah die zu Boden gefallene Frau an, umarmte sie und sagte ihr, sie solle zu ihnen zurückkommen. Ihre Schwester und alle anderen Magier vermissten sie, aber sie weinte und sagte ihm, dass das nicht möglich sei. Sie ist in der Welt, die sie erschaffen hat, eingesperrt, also schickte sie sie mit der wenigen Kraft, die ihr noch geblieben war, weg und wünschte ihnen Lebewohl. Einige Tage später rief die Schulleiter alle Magier mit Errata an und sagte ihnen, dass er möchte, dass sie alle das Böse stoppen, das in der königlichen Vage Magier Akademie geschah, und sie gingen zur Akademie. In der Schule sah Morada das Fragment der Ilias. Sie war die Dame, die für ihn kochte und sich wie seine Schwester verhielt, bevor er sich daran erinnerte, was passiert war. Sie gingen in das Gebäude hinein und als sie an einem Punkt ankamen, wurden sie von einer Menge Dämonen angegriffen, aber sein magisches Buch half ihnen und tötete alle Dämonen. Aber dann kam der falsche Ichiri und sie kämpften beide. Aber unglücklicherweise wurde Aratas Zauberbuch von der falschen Ichiri in einen Kristall gefangen genommen, während Arata mit Mira davonlief. Später kletterte er mit Mira auf dem Rücken über die Mauer, damit sie das Gebäude betreten konnten, um sein Zauberbuch zu retten. Im Gebäude trafen sie auf die falsche Ichiri und sie verzauberte Dämonen, die sie bekämpfen wollten, aber sein Zauberbuch sprach zu ihm auf eine Weise, die nur er hören konnte, und sie sagte ihm, er solle sich nicht wehren, sie würde die Dämonen töten. Die Dämonen nahmen Mira und Arata Kasuga gefangen, aber aus Wut rief Arata seine Kraft hervor. Er zerbrach alle Ketten, seine Dämonen kamen heraus und er verwandelte sich in einen Dementolord, die astrale Dreifaltigkeit. Als er versuchte, Mira zu küssen, gab sie ihm eine Ohrfeige und sprang ihm mit einem Zauberbuch auf dem Rücken, um ihn mit einem Zauberspruch zu belegen, der ihn in sein normales Leben zurückbrachte. Als er seine Sinne wiedererlangt hatte, überlegten sie, wie sie die imaginäre Welt verlassen könnten, und Arata holte seine Waffe hervor und schoss auf die schwarze Sonne, woraufhin sie in die normale Welt zurückteleportiert wurden. Die nächste Dämonenkandidatin war zu sehen und sie war seine Cousine, nach der er gesucht hatte. Dann sagte sie, dass es so aussieht, als würden wir bald Feinde werden, Arata Kasuga. Weil er sich müde fühlte, schlief Arata auf seinem Bett und Ichiri kam zu ihm. Sie hielt seine Hände und legte sie auf andere Gesichter. Dann sagte er ihr, dass es ihm leid tat, dass er ihre Hand nicht halten konnte, als sie verschwand. Er sagte ihr auch, dass er alles tun würde, um sie zu retten, aber sie erinnerte ihn daran, dass sie jetzt Feinde seien. Und sie sprach mutig den Zauberspruch, um ihn zu töten. Lilith bemerkte dies und rannte los, um Aratas Ichiri zu beschützen, die den Zauber auf sie gelegt hatte, aber der Zauber wurde von Aaron's Son aufgehoben, der den Ruf ihres Mannes gehalten hatte und ihre volle Kraft bekam, um ihn zu retten. Ben und Jerry verschwanden und griffen die Schule an. Eine andere Magierin namens Laxanne erschien und zerstörte das Schulgebäude, aber Levi kämpfte tapfer mit ihr und verletzte sie am Hals. Irgendwann wurde Levi müde und konnte nicht mehr mit ihrer Geschwindigkeit mithalten, denn Laxanne war damals ein Blitz und nichts ist so schnell wie der Blitz. Levi sprach einen Zauberspruch und rannte weg, wodurch sie Laxanne austrickste, die dachte, sie hätte Levi getötet. Also ging Laxanne in das Schulgebäude, um Levi zu töten, und sie traf Levi mit dem Prinzen. Levi erholte sich dank der Gesundheit des Schulleiters ein wenig, sodass sie Laxanne mit einem Zauberspruch belegte, der jedoch den Ehepartner zerstörte. Laxanne wurde immer bösartiger, aber Selinas Schwester half ihnen aus. Sie fesselte Laxanne und Levi betrat schnell den Raum. Dann benutzte sie das scharfe Schwert, um Ichiri am Hals zu schneiden, wodurch sie fiel und Ichiri erschien.
Sie versuchte Selinas Schwester davon zu überzeugen, dass sie böse Magier sind, aber die Dame war anderer Meinung. Plötzlich wurde der Raum dunkel und Errata fiel von der Decke herab, um Hijiri und Luxan zu besiegen. Errata verwandelte sich in den Dämonenfürsten und jeder der Magier setzte seine Kräfte ein, um sich auf einen großen Kampf vorzubereiten, während der Schulleiter sie von oben mit einer jungen, schönen Frau beobachtete. Akio griff Luxan unerwartet schwer an und sie fiel zu Boden. Hijiri streckte ihre Hand aus, um alles zu zerstören, aber Levi zerstörte den Angriff. Dann vereinten Errata und Lilith ihre Kräfte. Errata setzte seine Drachenkraft ein und Lilith ihre Waffenkraft. Hijiri versuchte ihre Kraft zu zerstören, aber die Kraft war zu stark für sie, sodass sie fiel, als sie sah, dass seine Cousine zusammenbrach. Errata rannte zu ihr. Dann erzählte sie ihm ein Geheimnis. Sie war nicht seine Cousine, aber sie bemerkte, dass seine Eltern gestorben waren, also log sie ihn an und begann, mit ihm als seine Cousine zu leben. Und als sie wegen des Zusammenbruchs in die Dunkelheit hinausgeworfen wurde, sah sie eine Welt und das ist die Zukunft. Er und die sieben Trinitäten würden die Welt zerstören, aber sie würden wieder zueinander finden und ein glückliches Leben beginnen. Dann offenbarte sie ihm, dass sie nicht wollte, dass er ein Opfer der Welt wird, die ihn nur benutzen würde, um eine neue Welt zu schaffen, und deshalb griff sie ihn an. Sie wollte nie, dass ihr Bruder ein Dämonenfürst wird, aber Errata sagte ihr, dass er sein Schicksal besiegen würde. Dann lächelte sie langsam und starb, indem sie aus seinen Händen verschwand. Am nächsten Tag, als er sich auf dem Feld ausruhte, dachte Errata immer wieder an seine Schwester und Lilith kam ihnen entgegen. Dann gingen sie auf der Straße spazieren, während ihre Freunde Ives heimlich über sie herfielen. Am Abend setzten sich Errata und Lilith in einem Garten auf einen Stuhl und sie sagte ihm, dass sie ihn alle liebten. Deshalb akzeptieren sie ihn, auch wenn er der Kandidat für den Dämonenlord ist. Errata tat so, als wolle er sie küssen, und das ließ sie vor Angst aufschreien. Aber sie schloss ihre Augen und öffnete sie wieder. Sie sah das schöne Geschenk, das er für sie gekauft hatte, und nahm es entgegen. Dann bedankte sie sich bei ihm. Ihre Freunde, die sie belauscht hatten, kamen aus ihrem Versteck nach draußen und sie gingen alle essen. Errata Kasuga dachte in Gedanken daran, dass er die gesamte Welt absuchen würde, um seine Cousine Hijiri Kasuga zu retten. So Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Jetzt geht's natürlich noch zum Gruß des Tages und zwar schrieb Ketra: Super Video, ich liebe deine Animes und freue mich auf das nächste. Kannst du mich bitte grüßen? Freut mich echt mega, dass es dir gefällt und dass du dich darauf freust und alles. Und an dieser Stelle natürlich liebe Grüße an dich und viel Spaß mit den kommenden Videos. Also Freunde, das war's dann mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, passt auf euch auf, bleibt gesund, habt Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.